Wir machen weiter mit einer Brille. Mädels, ich habe noch nie eine Brille bei Shein gekauft. Und ja, bin gespannt. Und nein, ich hatte diese noch nicht auf. Oh mein Gott, die scheint groß. So. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Shein Try On Haul. Ich habe wieder zugeschlagen. Ich habe ein paar tolle Sachen gekauft. Alles in Größe M, bis auf ein Teil. Ein Teil habe ich tatsächlich in S gekauft, weil es nur noch eins gab in S. Und es war reduziert von 50 Euro auf 25 oder was. Auf jeden Fall um die 50%. Und ich musste es haben. Ich habe es gerade hier liegen. Es ist nämlich eine Jacke und ich hatte diese tatsächlich noch nicht an. Und ich hoffe sehr, dass die passt, weil ich finde die so mega. Genau, hauptsächlich habe ich Zweiteiler gekauft. Ich liebe Zweiteiler. Du stehst vor dem Kleiderschrank, du suchst dir ein Teil raus. Und dazu gibt es dann das passende zweite Teil. Finde ich genial. Brauchst nicht lange suchen. Es passt einfach zusammen und du bist ready für den Tag. Finde ich richtig gut und deswegen mag ich sowas auch. Und deswegen habe ich auch viele Zweiteiler gekauft. Aber eben auch viel Sportsachen zum Trainieren. Ich trainiere ja demnächst bald wieder. Und ich trage diese Sachen tatsächlich auch sehr gerne im Alltag. Genau. Ich fange mit einer besonderen Hose an. Die suche ich jetzt hier schon mal raus. Dann kurz zu mir. Ich bin 1,70 Meter groß und wiege aktuell um die 68 Kilo dürften das sein. Genau, einen Rabattcode habe ich auch für euch. Den markiere ich euch hier hin, so wie auch in der Infobox. In der Infobox findest du alle Links zu den Kleidungsstücken. Und das erste Stück schaut vielleicht ein bisschen komisch aus. Ist eine Leggings, eine hochsitzende Leggings plus so ein Bauchband hat es. Und ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil, vielleicht habt ihr mein Video gesehen, was vorgestern, ich meine vor zwei Tagen, das vorletzte Video, da ging es ein bisschen um, ich sag mal, meine Gesundheit, um mein Nabelbruch und den Bauchmuskeln und dass ich halt noch keinen Sport machen darf, dass ich erstmal ein paar Übungen machen muss zur Rückbildung. Baby ist jetzt, ja, fast 3 Monate alt und es wäre halt total gut, wenn man das Ganze noch unterstützt mit einer Bauchbandage. Und ich dachte, wenn ich mal keine Bauchbandage habe, so für den Alltag, kann ich dann doch hier so eine Hose anziehen, auch für den Sport. Und ich bin so gespannt, wie diese sitzt. Sie schaut ja hier oben mega eng aus. Soll es ja auch. Und ich hoffe, dass diese mega eng ist, aber dennoch angenehm, ja? Genau. Und gleich folgen ganz viele Zweiteiler. Ich freue mich und die Jacke will ich gleich anziehen. Ich glaube, die ziehe ich direkt hinterher an. Die will ich unbedingt testen. Die sieht so wow aus. Ich mag sowas halt total gerne. So, jetzt erstmal einmal die Hose. Mädels, so schaut die Hose aus. Das fühlt sich mega gut an. Wirklich mega gut. Also mega gutes Tragegefühl. Und es drückt von jeder Seite. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt längere, also Stunden trägt. Also finde ich wirklich nicht schlecht. Kann man sich hinsetzen vernünftig? Ja. So, dann machen wir weiter. Wir kommen zur Jacke. Die ist ganz, ganz dünn. Also es ist wirklich so eine, ja, Frühlingsjacke. Aber lang. Und so schaut die aus. Ich glaube, die muss man anziehen. Sonst sieht man nicht so, wie die ausschaut. Hier so ein Knöpfen. Und die sieht so cool aus. Ich muss die anziehen und dann zeige ich es euch. Die hat nämlich unten, ich sag mal, so einen komischen Schnitt, was ich richtig cool finde. Ja. Tada! Mädels, soll ich euch mal was sagen? Ich bin so happy, dass ich die S genommen habe. Gut, dass es die M nicht gab, als würde es, als wäre es gewollt, ja. Ich finde es richtig cool. Wie man sieht, die geht bis dahin und die Seite ist was länger. Ich finde es mega cool. Ich weiß nicht, das hat was.
Das hat was und ich mag es so sehr. Es hat nur keine Taschen. Das ist so ein bisschen was Schades. Aber eine coole Handtasche. Die in etwa. Ja, ich mag sowas. Ne? Das ist genau mein Stil. Und ja, zum Glück habe ich die gekauft. Schaut mal auch so an den Ärmel. Die ist perfekt. Das ist die Größe S tatsächlich. Und ich finde die richtig, richtig cool. Richtig, richtig gut, wirklich. Achso, die hat auch noch eine Kapuze. Also die braucht man jetzt nicht unbedingt, aber um einfach mal zu zeigen. Ja, das sieht ja so ein bisschen bescheuert aus. Mir gefällt's, ja. Find's einfach mega cool und freue mich. So, wir machen weiter mit einer Brille. Mädels, ich habe noch nie eine Brille bei Shein gekauft. Und ja, bin gespannt. Und nein, ich hatte diese noch nicht auf. Oh mein Gott, die scheint groß. So. So. Erstmal rausschauen. Hat was? Hat was? Hier sollte die vielleicht nicht so tief sein, aber die ist aber echt groß, ne? Ich muss halt immer vor dem Spiegel gucken, so wie das im Ganzen ausschaut. Ja, Schatz. Tatsächlich ein bisschen groß, aber so im Ganzen finde ich die gar nicht schlecht. Also mir gefällt die und ja, ich würde die öfters tragen. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Teil, weil es sind doch einige Teile. Und so viel Zeit habe ich gar nicht. Mit kurze Hosen. Ich habe zwei kurze Hosen. Genau, hier die zwei. Wir beginnen mal mit bunt. Also einmal hier diese. Ja, dann beginnen wir doch mit der hier. Finde ich cool. So eine habe ich noch nicht. Das ist so eine, wo unten drunter halt so eine Enge ist. Und dann halt diese lockere. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Jetzt ziehe ich noch die schwarze an. Die schwarze schaut so ähnlich aus. Also wieder unten drunter was Enges und oben drüber was Lockeres. Total cool auch draußen, um zu laufen zu gehen. Ne? Genau, mit einem großen Gummiband. Ja, mal schauen, wie diese aussieht. Also die andere mag vielleicht besser ausschauen, aber vom Tragegefühl ist die hier am Bauch besser. Genau. Und so an sich, ich finde die nicht schlecht. Wir machen weiter mit Zweiteiler. So, kommen wir zu den Zweiteilern. Das sind echt einige Sachen. Zuerst haben wir hier Sportkleidung. Einmal eine Leggings. Boah, die sieht interessant aus. Braun-grün habe ich so noch gar nicht. Und vielleicht sieht man hier, wie diese gemacht ist. Seht ihr das? Auch hier scheint die sehr fest zu sein. Und dazu eine passende Jacke. Diese ist allerdings bauchfrei. Vielleicht auch gar nicht bauchfrei, weil die Hose sehr hochgeschnitten ist. Daher mal gucken. Ich hoffe nämlich, dass diese nicht bauchfrei ist. So, einmal anprobieren. Mädels, es ist bauchfrei. Aber wie cool schaut dieser Zweiteiler aus. Ich finde es richtig cool. Richtig, richtig gut. Ja. Und es fühlt sich auch richtig gut auch an. Auch hier dieses Muster irgendwie. Ja. Achso, das hat ja auch hier noch so ein... Man sieht's, ne? Ja, Gewöhnungssache. Richtig cool. Ich finde das mal sehr cool, so zum Fahrradfahren. Aber sonst... ja, richtig, richtig gut, wie ich finde. Es gefällt mir. Es sieht so cool aus. Würde ich am liebsten anlassen. Auch mit der Brille so. Ich finde es richtig cooler Outfit. Ja, und die Brille, ich finde, sie passt. Braucht nur schöne, hohe Schuhe. Oder auch flache Schuhe. Da gibt es ja auch so schön. Aber ich will damit sagen, nicht unbedingt sportlich. Und eine kleine Handtasche.
Und dann ist mein Outfit fertig. Ich finde es richtig, richtig gut. Die Haare tatsächlich noch ein bisschen mehr so nach außen gewellt, ja. Mehr Volumen. Ja. Bin schon total in meinem Film. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Mega, wirklich. So, wir machen direkt weiter. Oberteil, Leggings, Zweiteiler und los geht's. Und so schaut der nächste Zweiteiler aus. Ich finde die Farben sehr interessant. Coole Kombination. Ja, für Sport richtig gut. So, ich habe auch noch zwei, was kein Sport ist, nee, drei Sachen. Aber vielleicht zeige ich euch erstmal ein paar Sportsachen mehr, die ich jetzt aber nicht ankleide. Ein Zweiteiler finden wir dann auch hier. Einmal in Grau, ein T-Shirt mit der passenden Hose. Also wirklich alles zum Sport machen, kann man aber auch in der Freizeit anziehen, finde ich. Dann das gleiche, nur halt in einem anderen Farbton. Schaut so aus und das passende Oberteil als T-Shirt. Dann machen wir weiter mit Hosen, weil hauptsächlich brauche ich Hosen. Und zwar hier die, also wirklich ganz normale Leggings, ne, so ähnlich wie die, die ich eben anhatte am Anfang. Macht auch wohl einen schönen Popo. Und die hier habe ich in drei verschiedene Farben, oder sind das zwei? Ne, drei. Also einmal hier diesen Farbton, dann das hier, das. Und in Schwarz. Hier geht's weiter. Ist aber auch einfach nur eine andere Farbe. Es ist eigentlich fast die gleiche Hose wie eben. Oder es ist die gleiche, nur eine andere Farbe wieder. Auch so ein Viererpack. Also einmal in Lila. In diesem Farbton finde ich sehr interessant. Ich mag solches. Ja, so hellblau. Und, achso, sind es nur drei? Ich dachte vier. Doch. Vierte habe ich gefunden. Also, ne? Und dann geht's weiter. Wir machen einmal auf. Es sind Sets. Und dieser Set besteht einmal aus einer kurzen Hose sowie ein Oberteil. Ja? Und das in drei Farben. Also mein Beige, einmal in Grau. Und einmal in Braun. Und das Ganze ist so ein bisschen was weicher. Genau. So, jetzt geht's wieder weiter mit Ankleiden. Und zwar ein T-Shirt. Breit und ziemlich weich, aber dünn. Und passend dazu eine kurze Hose. Junge und Schatz. Und so schaut das Ganze aus. Ich mag sowas, Mädels. Ich finde sowas richtig toll. Es ist angenehm, es ist bequem, es ist, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, nichts rutscht, alles sitzt perfekt und man kann das tatsächlich auch schön kombinieren oder cool, wenn man, ja, mit, ja, entweder so mit Latschen oder aber auch mit Sportschuhe, jetzt wieder die Brille, irgendwie bin ich verliebt in diese Brille, ja, ich mag es sehr, ist für mich auch so ein Spielplatz-Outfit, ne, genau, wir machen weiter. So, das nächste, eigentlich fast dasselbe, wieder, ja, das Oberteil, nur ein bisschen kuscheliger, ja, noch ein bisschen mehr kuscheliger und eine Hose, also jetzt tatsächlich für zu Hause, nicht für nach draußen, aber ich trage sowas halt unfassbar gerne, das Ganze ziehe ich auch einmal an und so schaut das aus. Ich mag es. Es ist so unfassbar weich. Ich liebe es wirklich. Am liebsten würde ich es direkt anlassen. Ich mag die Sachen aber immer vorher gerne waschen in der Waschmaschine. Und dann trage ich die immer. Genau. Richtig, richtig schön. Also wirklich, das könnt ihr gar nicht sehen. Ne? Das ist so schön weich. Jetzt sieht man es, ne? Hier so, dieser Bereich. Das ist so weich. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Jetzt zeige ich euch noch das letzte Teil. Das ist ein Set, besteht aus drei Teilen. So. Und zwar, ich werde das aber nicht anziehen. Also einmal eine kurze Hose, wenn ihr da Interesse habt, zeige ich es euch gerne auf Instagram.
eine kurze Hose mit Taschen, genau, bewusst mit Taschen ausgewählt. Dann hat das Ganze halt einen Top an. Dann hat das Ganze noch einen Top. Ne? Also für den Sommer ist es. Und da drüber, weil das Ganze ja so bauchfrei ist, ne? Eine Bluse, ein Hemd, eine Bluse, die kann man auflassen und so in die Hose so ein bisschen stecken. Finde ich richtig schön, genau. Ja, werde ich jetzt nicht anziehen, das war's. Mein Favorit ist tatsächlich dieses grün-braun Zweiteiler. Ich bin wirklich sehr verliebt in dieses Teil und ja, dazu werde ich auf jeden Fall Bilder machen. Also, ne, von den Zweier-Set das und die Jacke, die finde ich einfach genial. So, Mädels, ich wollte das Video denn jetzt hier auch beenden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mich auch gerne privat, sag ich mal, anschreiben auf Instagram. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss!